Leute, ciao von der Runga. Wie viel Geld brauchst du zum Handeln? Diese Frage kommt oft und wie immer gibt es nicht eine einzige Antwort. Und zwar, ich antworte mit einer Frage: Was erwartest du vom Trading? Also willst du das nur als ein Hobby haben, weil du Lust hast zum Handeln? In dem Fall braucht man nicht so viel Geld. Man kann auch mit, oder sagen mit 500 Euro anfangen. Natürlich muss man die richtigen Instrumente wählen, nicht nur die Plattform, in dem Fall sicher über MetaTrader, sondern auch die Instrumente, die MetaTrader anbietet, das heißt Forex und CFDs. Weil man, noch habe ich das schon nach mehrmals gesagt, weil man so klein wie notwendig arbeiten kann. Geht nicht um Hebel, man kann klein, klein arbeiten, ja, sehr kleine Positionen öffnen. Und das ist genau, was man braucht, wenn man ein kleines Kapital nutzt fürs Trading. Es ist ja klar, dass mit 500 Euro kann man nicht reich werden. Ja, es gibt vielleicht einen Fall in der Welt, aber normalerweise passiert das nicht. Und wenn es ein Hobby bleibt, ist es kein Problem. Aber wie weit kann es noch ein Hobby bleiben? Also sind 5000 genug? Ich würde sagen, nein, 5000 sind immer noch für Hobbyzwecke. Mit 5000 kann man nicht als Beruf denken zu handeln. Ich würde sagen, man sollte das von der anderen Seite mal anschauen. Ich habe mehrmals gesagt, dass meiner Meinung nach ein sehr guter Trader, ein sehr guter automatisierter Trader wie ich, nicht so gut wie ich, automatisiert wie ich. So ein sehr guter Trader kann im Schnitt etwas wie 30% am Jahr schaffen. 30% ist eigentlich eine sehr gute Rendite. Es klingt vielleicht schlecht sowieso im Vergleich zu den Renditen, die ich bei der Weltmeisterschaft geschafft habe. Dort war es ein Contest, dort war es ein Wettbewerb. Also dort hatte ich ein sehr hohes Risiko, was ich normalerweise nicht nutze. Und mit 30% sieht die Geschichte ganz anders aus. Oh, pass auf, ich habe nicht 30% geschafft. Ich habe etwas mehr als 20% im Schnitt geschafft. Und trotzdem bin ich sehr zufrieden. Aber wenn man das dann umrechnet, nehmen wir auch 25 zum Beispiel, wie viel Geld brauche ich zum Leben im Schnitt? Bin ich allein? Habe ich eine Familie? Und bla bla bla. Nehmen wir an, wir brauchen 50.000 Euro am Jahr. Viel oder wenig, das ist jetzt nicht wichtig. Okay? Es ist wichtig nur zu sagen, wir nehmen an, wir brauchen 50.000 Euro am Jahr, damit wir leben können. Gut leben können. Mit 50.000, mit 25% Rendite wären diese 50.000, was man schaffen könnte mit 200.000 Euro Kapital. 200.000 50%, 25% Rendite sind genau diese 50.000 Euro, die ihr jetzt als Beispiel genommen habt. Das zu rechnen ist nicht so schwierig. Und mit 25 kann man das irgendwie schätzen, mit 20 noch besser. Aber niemals vergessen, dass das im Durchschnitt passieren kann, wenn man gut ist. Das bedeutet nicht, dass man jedes Jahr 20 oder 25% schafft. Es gibt Jahre, wo man auch verlieren kann. Okay? Also man muss genug Geld haben, damit man trotzdem leben kann. Man kann nicht ein ganzes Jahr nichts essen oder nichts trinken und einfach nichts kaufen. Das ist ziemlich klar. Also man muss wissen, man muss bereit sein, dass es auch schwierige Jahre gibt, so wie auch Jahre, die unglaublich gut aussehen, wo man unser Kapital verdoppeln kann. Das kann passieren. Aber nochmal, also von unten rechnen, wie viel brauche ich? Seriös aber. Und dann, wie viel brauche ich auf dem Konto, damit ich handeln kann. Und niemals vergessen, dass das Geld, was man auf dem Trading-Konto hat, soll nicht das ganze Geld sein, was wir haben. Ich weiß, dass es vielleicht blöd aussieht, dazu was zu sagen, aber die Tatsache ist, dass man alles richtig schätzen muss und ehrlich schätzen, sozusagen. Ich habe 100.000 Euro auf meinem Konto. Von diesen 100.000 werde ich sicher nicht alle 100.000 auf dem Brokerskonto stecken. Nicht, weil ich Angst habe, dass der Broker pleite geht oder so. Nein, einfach, weil es zu hohes Risiko wäre, alles im Trading zu lassen. Risiko,
nicht unbedingt, weil etwas passiert, aber Risiko, psychologisches Risiko. Wenn man denkt, oh je, alles mein Geld ist dort und alles von meinem Leben hängt an, was ich beim Broker habe. Das ist eigentlich zu gefährlich, wirklich zu gefährlich. Vielleicht habe ich hier mit diese kleinen Zahlen keine gute Nachricht gegeben. Es gibt Leute, die denken, dass sie mit 10.000 Euro jetzt es schaffen können, reich zu werden. Es kann passieren, aber das passiert sicher nicht in einer kurzen Zeit. Es kann passieren. Es gibt Fälle, wo es passiert ist, und es werden noch Fälle geben, wo es passieren wird. Aber generell klappt es nicht so schnell, wie man immer hofft. Und man muss also die ganze Geschichte ehrlich schätzen. Wie gesagt, seriös arbeiten kann man auch. Seriös arbeiten bedeutet aus meiner Sicht, wenn man mit Futures arbeitet. Das ist vielleicht nicht so nett zu allen MetaTrader-Leuten. Und über MetaTrader habe ich schon in einigen anderen Videos gesprochen. Abonniere meinen Kanal, so weißt du sofort, wenn ein neues Video kommt und kannst auch wissen, eventuell, wenn ich etwas Neues über MetaTrader sagen werde. Aber, wie gesagt, seriös arbeiten bedeutet auf Futures für mich, und auf Futures zu arbeiten braucht man mehr Kapital, weil die Futures irgendwie teurer sind, wegen Margin und wegen Risiko, was mit den Instrumenten verbunden ist. Risiko bedeutet, dass mit einem Kontrakt Future kann ich nicht mit sehr geringen Stoppniveaus arbeiten. Ich brauche Luft auf dem Wertpapier, und diese Luft bedeutet, dass wenn man verliert, muss man mehr verlieren. Und wenn man mehr verlieren muss auf dem einzelnen Trade, braucht man auch mehr Geld auf dem Konto, damit dieses Mehr nicht zu viel ist im Vergleich zu dem Gesamtkapital, was wir haben. Also mit Futures zu arbeiten, braucht man aus meiner Sicht mindestens 15.000 Euro. Mindestens. Und mit 15.000 kann man nicht auf alle Futures arbeiten, nur einige. Aber einige kann man schon schaffen. Alle nicht, alle brauchen mehr, und das geht dann. Es hängt an, welche Future man handeln will. Auch einige brauchen auch bis 100.000 Euro mindestens, damit man in Ruhe arbeiten kann. Also es ist nicht so einfach und so locker, wie man denken kann. Also, wie viel Kapital brauchst du, um zu starten? Hobby? 500 Euro, sowas. Seriös, professionell, mehr. Und das mehr hängt an, wie viel du für dein Leben brauchst. Das war's, Leute. Wenn du Fragen hast, schreib ihn da unten, ich werde gerne antworten. Und bleib dran. Etwas mehr zu wissen, wie ich angefangen habe, kannst du beim E-Book Erfolgreich starten, so geht's, erfahren. Das kannst du hier gratis runterladen auf der trainingweltmeister.de Webseite. Es ist gratis, also einige Blätter, wo du ein bisschen Spaß hast, um zu sehen, wie naiv ich auch am Anfang war und wie es dann sich langsam in der richtigen Richtung entwickelt hat. Das war's, Leute. Bis nächstes Mal. Ciao, Rodronga. Ciao aus Italien.